Yo! Nein, nein, das war schlecht. Was weg, ne? Ja, jetzt haben wir schon gestartet. Das heißt, wir müssen jetzt sagen, was wir hier machen. Ja, wir wollen hier euch ein kleines Making-of zeigen. Also die Folge, die jetzt rauskommen wird und die in diesem Moment bestimmt draußen ist. Wir zeigen euch, wie halt die entsteht und so. Und wir haben hier halt also schon den Text fast fertig und deswegen... Ja, also hier seht ihr... Sehr ruhig, jetzt bin ich dran. So. Ja, also hier seht ihr unsere sehr, sehr bescheidenen und ziemlich mickrigen Low-Budget-Scripts. Sehr ruhig. Wie gesagt, ich trotze wahrscheinlich für einige von euch voller Rechtschreibfehlern, aber das ist uns scheißegal, denn... Es ist einfach so, easier zu schreiben. Exakt. Vor allem, wir machen diese Scripts recht impulsiv und spontan. Insofern bringt es auch keinen Sinn, alles monatelang vorzubereiten, weil wenn wir den haben, dann schreiben wir sie einfach auf. Bester Job aller Zeiten. Nur halt kein Geld, ist scheiße. Vielleicht irgendwann mal Geld und ja, meistens ist es halt so, dass mein Kollege Jimmy sich während des Schreibens einfach kaputt lacht über irgendwelche unnötiges Zeug. Nein, ich hatte die Idee, dass Chico einfach weg ist. Das ist schön einfach auch so. Ja, und wahrscheinlich haben wir beim Schreiben der Skript viel mehr Spaß als ihr beim Gucken, aber wen juckt's? Hauptsache ihr guckt und beschert uns irgendwann beim Money. Genau, wie er gesagt hat. Ja, und... Warte, okay, was war das? Jaco, wo bist du? Hättest du noch was zu sagen, werter Kumpane? Normalerweise machen wir es nicht so lang, also wir haben bisher, glaube ich, noch nie so zwei Seiten Texte geschrieben, sondern es sind einfach nur so drei Sätze oder vier oder fünf oder sechs oder, aber halt nicht so viele. Ja, meistens schreiben, also es gab auch schon Folgen, da haben wir gar nichts aufgeschrieben, da haben wir einfach alles spontan in Audiofetzen aufgenommen und dann eben zusammengecuttet. Was gibt's noch zu sagen? Wir arbeiten eigentlich recht wenig mit Regieanweisungen, weil, wie gesagt, wir arbeiten spontan. Insofern ist es auch gar nicht so schwer, alles einfach direkt umzusetzen. Und ja. Du erstmal proben, was wir bisher haben. Oh Mann, ich muss dir so ein heftiges Geheimnis erzählen. Say what? Also, da ist doch da so eine Stille, wo man halt ein Geräusch hört. Und was ist das? Es kommt von da. Nee, warte da. Mach ich meinen Job gut. Da eine verschwindet einfach. Okay, was war das? Jacko? Wo bist du? Jacko? Da das zu machen und ich habe eine andere Idee, dass er so aufsteht von so einem Albtraum. Einfach so. Der ist im Bett. Wach auf. Okay, wir sagen, wir machen keine Regieanweisung, aber das machen wir. Ja, das, ja, das sind recht grobe. Wir könnten dann so machen, dass er ein peinlichster Pyjama-Anzug mit Rustams Kopf drauf hat. Also ihr müsst wissen, Rustam war halt so eine Figur, die der werte Jimmy hier erfunden hat. Sie lehnt mehr oder weniger an einer reell existierenden Person, die wir kennen. Und hat aber eigentlich kaum etwas mit ihm zu tun, abgesehen vom Namen. Und Rustam ist halt aus einer älteren Comicserie von Jimmy. Aus dieser Comicserie kam auch der Zeichenstil von Jacob. Und ja. Wir haben halt schon von früher an versucht, die Comics in animierte Folgen umsetzen, aber es klappte nicht mehr so gut. Und dann war unser Ausweg halt Peter Dapple, weil es halt easier war und dann... Apropos, eventuell könnte ich auch jetzt schon ein bisschen was announcen, was wir vorhatten auf dem Channel. Ja, nein, die fünf Leute, die uns zuschauen, drei davon sind unsere Freunde. Die Idee war halt, dass wir eventuell uns in nächster Zeit mal ein Grafiktablet anschaffen und eine vernünftige Animationssoftware bzw. ein Zeichenprogramm. Weil das Problem ist einfach, dass wir machen ja alles in Paint, aber dadurch ist die Qualität halt extra low budget. Ich meine, gut, wir geben ja überhaupt nichts aus, außer wenn wir halt bald irgendwann mal eventuell Tablet uns haben. Und dann wären die Animationen auch smoother, also man würde die Linien weniger sehen und man würde auch weniger Farbverläufe sehen. Also besser gesagt, man könnte besser und effizienter Farbverläufe machen. Und verzeiht mir, wenn ich ein bisschen komisch klinge, aber meine Nase ist etwas zu und mein werter Freund hier hat halt Schmerzen. Aber wir opfern unsere Gesundheit diesem kleinen Video. Wir lieben euch, wir wollen euch die beste Unterhaltung schaffen, die es auf der Erde gab. Und auch die in den 20 nächsten Jahren so... Sein wird halt. Ich hatte die Idee, er wacht so auf, hat Rustam Pyjama an und dann, das war das nur ein Traum. Und dann, es kommt so Rustam, sagt, denkst du das wirklich? Und dann, es kommt so, wie in so typischen Action-Serien, das Bild hält einfach so an, es ist so ein bisschen so komisch gezeichnet. Und dann, was wird passieren? Schalten sie nächste Woche ein oder so. Na, Rustam, und dann so, wird Rustam wieder Triangel spielen? Wird Peter jemals wieder Jacko sehen? Hat Jacko den letzten Keks gegessen? Ja, ich hatte keinen Tumor, das war halt Dings, was? So eine Art, wie wir dachten. Tumor? Was ist der Fred? Fred war im Übrigen auch eine Person aus einem älteren Comic, auch so ein Kaugummi-Boy. Aber dann wurde er irgendwann mal zum Mensch und alles kompliziert.